nach dem Aufstehen ging es für uns erstmal zum Frühstück. Danach hatten wir noch eine Spielnachbesprechung über das Spiel Galatasaray. Das haben wir erfolgreich bestritten. Danach sind wir nach der Aktivierung zum Trainingsplatz gefahren. Da sind wir nochmal taktische Inhalte durchgegangen in größeren Spielformen. Danach hatten wir das Mittagessen, hatten dann eine ganz kurze Mittagspause, in der ich mich kurz behandeln habe lassen. Wir hatten nach dem Mittagessen ein Teambuilding und zwar sollten wir eine Brücke bauen. Und bei der Brücke, die aus Holz bestand, sollten wir die zusammenbauen. Die sollten wir dann auch am Ende überqueren. Die war natürlich ein bisschen wackelig, aber zusammen haben wir die überschritten und war echt cool. Und nach dem Teambuilding konnten wir nochmal aufs Zimmer und jetzt gibt es gleich zusammen Abendessen und viele, die singen müssen. Unter anderem auch ich.